Na, komm. Das ist geskriptet. Ich glaube, hier musst du die PS4 ein bisschen laden. Deswegen stand sie da wahrscheinlich so lang. Warum ist es plötzlich so neblig? Ich meine, aus dramaturgischen Gründen natürlich, aber warum ist es plötzlich so neblig? Das hat auch sehr schnell alles zu brennen angefangen. Das wäre auch mein Plan gewesen, alles anzünden. Aber vorher die gefangenen Leute befreien, war schon eine gute Idee. Stimmt. Gut mitgedacht, Ellie. So ein Palmenwald am Strand ist irgendwie geil, oder? Sowas habe ich noch nie gesehen. Also in Real schon gleich gar nicht, aber auch nicht in Videospielen. Ist irgendwie interessant, sowas mal zu sehen. So ein dichter Palmenwald, auch wenn es nur ein kleiner Streifen ist, aber irgendwie cool. Hat mir gefallen. Das hier gefällt mir eher weniger. Abby? Ich helfe dir. Ich helfe dir. Da hinten liegen Boote. Man möchte gar nicht reinquatschen in diesen Moment. Deswegen bin ich so still, andächtig.
kann ich nicht gehen lassen. Ich mach da nicht mit. Nein. Ich kämpfe nicht gegen dich. Doch, das wirst du. Halt ihn heraus. Du hast ihn mit reingezogen. Okay. Okay. An der Stelle wollte ich beim ersten Mal eigentlich gar nicht angreifen. Der Kampf hat ganz schön lang gedauert, weil ich eigentlich überhaupt nichts tun wollte. Was einfach so bekloppt und bescheuert ist und Ellie ist einfach... Mir fehlen die Worte. Aber wir müssen das jetzt hinter uns bringen. Komm schon! Ich habe am Anfang versucht, den Kampf ein bisschen dramatischer und ausgewogener zu machen. Aber jetzt versuche ich eigentlich wirklich, sie zu treffen. Von der Inszenierung her ist das, finde ich, so ein Kojima-Endkampf, der hier passiert.
okay. Nimm ihn einfach. Ich finde vor allem in diesem Endkampf die Inszenierung von Abby, die Darstellung von Abby irgendwie echt schlimm. Und auch diesen Kampf an sich finde ich wirklich schlimm. Das hat mich schon mitgenommen beim ersten Mal ein bisschen. Und von der Inszenierung her absolut super. Wie gesagt, erinnert mich an ein Kojima-Spiel. Und wenn Kojima was kann, dann inszenieren. Und Gameplay. In Sachen Gameplay könnte Naughty Dog noch einiges von Kojima sich abgucken. Fände ich sogar sehr gut. Von Metal Gear Solid 5 hätte das Spiel echt ein bisschen was sich abgucken können. Naja, keiner mehr da. Du wurdest gewarnt, Ellie. Ich glaube, Dina hat hier definitiv die richtige Entscheidung getroffen. Ja, was reines Gameplay angeht und diese Motivationsspiralen und Entwicklungsspiralen ist, glaube ich, von den neueren Spielen Metal Gear Solid 5 neben Breath of the Wild so ziemlich mein Lieblingsspiel. Eins der wenigen Spiele, wo ich nach 100, 200 Stunden mir gedacht habe, nein, komm schon, ich will mehr, gib mir nochmal 200 Stunden. Bei den meisten Spielen ist es ja eher so, dass man sich dann nach 40, 50 Stunden denkt, so, na, jetzt darf es aber dann auch mal vorbei sein. Also mir geht's so. Ach, bei vielen Spielen denke ich mir nach 10 Stunden, ach, jetzt darf es aber echt mal vorbei sein. Wie soll man das... Ich habe mir wirklich viel Gedanken über das Spiel gemacht, wie man das interpretieren soll. Und hier, wie sie hier sitzt mit ihrer Gitarre mit drei Fingern, sie kann nicht mehr spielen. Was genau? Wie genau soll ich das deuten? Ne? Ich weiß es wirklich nicht genau. Soll das heißen, dass sie jetzt ihre letzte Verbindung zu Joel verloren hat? Oder vielleicht auch, dass sie abgeschlossen hat oder so? Ich weiß nicht genau, wie man das jetzt... Ich meine, die Szene wäre nicht im Spiel, wenn die nicht für die Schreiber total wichtig wäre. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, was ich damit anfangen soll. Aber gut, machen wir mal weiter. Aber man hört ja, sie kann das nicht mehr spielen. Rache bringt Verlust. Ja gut, das ist genau, Rache zerstört alles, ist natürlich die Botschaft des ganzen Spiels immer wieder. Das kann man hier natürlich auch sehen, aber...
eben diese Gitarre als Bindeglied zu Joel. Sie spielt auch dieses Lied, aber kann es nicht mehr spielen. Letztendlich hat sie ja auch quasi mit ihrer Rache abgeschlossen. Sie hat sie ja nicht durchgeführt. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo das Spiel, was das Spiel damit sagen will. Ich weiß es leider wirklich nicht. Hey. Du meinst, wäre sie nicht losgegangen, wäre wenigstens das geblieben und so hat sie alles verloren. Vielleicht, ja, vielleicht. Was trinkst du da? Kaffee. Woher hast du den? Von den Leuten, die hier letzte Woche vorbeikamen. Oh. Es ist mir etwas peinlich, was ich ihnen dafür geben musste, aber... ist nicht schlecht. Ich hatte Seth unter Kontrolle. Ja, ich weiß. Und du musst aufhören, Jesse wegen meiner Patrouillen fertig zu machen. Okay. Dina, seid ihr zwei ein Paar? Nein. Nein, sie... das war nur ein Kuss. Er hat nichts zu bedeuten. Sie hat... weiß nicht, warum sie das gemacht hat. Aber du magst sie. Pass auf, ich weiß nicht, was ihre Absichten sind, aber sie könnte sich sehr glücklich schätzen, dich zu haben. Du bist so ein Arschloch. Ich versuch gar nicht. Ich hätte in diesem Krankenhaus sterben sollen. Mein Leben hätte einen scheiß Sinn gehabt. Aber das hast du mir genommen. Wenn ich von Gott eine zweite Chance für diesen Moment bekäme, würde ich es wieder genauso tun. Ich weiß nicht, ob ich dir das hier verzeihen kann. Aber ich würde es gern versuchen. Das wäre schön. Man sieht sich. Ja. Schon eine sehr emotionale Szene, ne? Finde ich schon. Genau, hier ist im Grunde die Auflösung, die Entschlüsselung des Ganzen, warum sie so bescheuert ist. Im Grunde geht es um die Möglichkeit,
Die Möglichkeit der Vergebung wurde ihr genommen. Letztendlich kann man hineininterpretieren, dass sie das letztendlich dann doch gemacht hat, indem sie Abby vergeben hat. Vielleicht, wenn man will, könnte man das so deuten. Tja, insgesamt schon ein wirklich cooles Spiel, das aber auch wirklich auf den Magen schlägt. Also zumindest emotional. Die Gewaltdarstellung finde ich nicht so schlimm, außer wenn es um die Hunde geht. Aber da haben sich die Entwickler sogar zurückgehalten. Wenn man das vergleicht mit der Gewaltdarstellung gegen die Menschen, waren die mit den Hunden sogar noch ziemlich zahm, zum Glück. Aber so emotional ist das schon ein Spiel, das einem ganz schön mitnehmen kann, wenn man sich darauf einlassen kann. Letztendlich ist es halt wirklich 20 Stunden lang die Botschaft, hey, Gewalt erzeugt Gegengewalt, Rachespiralen eskalieren und es führt immer nur zu Kacke. Vergeben ist zwar super schwer, aber das Einzige, was wir machen müssen, was wir machen können, das ist so die Moral der Geschichte. Die wird halt zu sehr, finde ich, ausgebreitet über diese ganzen Geschichten im Spiel auch immer wieder und immer wieder. Das hätte man vielleicht ein bisschen mehr auf den Punkt erzählen können, aber grundsätzlich schon ein großartiges Spiel. Tja. Das hat mich nach dem ersten Mal durchspielen tatsächlich beschäftigt. Das hat mich nicht so schnell losgelassen, das Spiel. Das hat mich schon auch gerührt alles und aufgewühlt. Und auch jetzt nach dem zweiten Mal ein bisschen noch, ne? Zum Glück, ich finde nämlich den deutschen Synchronsprecher von Joel nicht gut. Und ich hatte Angst, dass der die letzte Szene versaut. Hat er aber wirklich gut gemacht. Was mich stört, ist, dass der Punkt Gewalt erzeugt Gegengewalt am Schluss nicht gewürdigt wird. Ich meine, was auf ihre Gnade folgt, ist trauriger Abschluss. Ich bin mir nicht sicher, ob das ein trauriger Abschluss ist. Vielleicht ist das eben sogar ein hoffnungsvolles Ende. Vielleicht ist das so der Punkt, wo man sagen kann, sie hat jetzt endlich mit der Scheiße abgeschlossen. Sie hat es jetzt quasi geschafft, Abby zu vergeben und vielleicht somit auch indirekt Joel zu vergeben. Vielleicht war von Anfang an die ganze Rache gegen Abby deswegen so übersteigert und so irrational und so total alles zersetzend, weil sie eigentlich sich gegen Joel gerichtet hat. Und am Schluss konnte sie das jetzt quasi aufgeben oder verarbeiten oder die Gitarre zur Seite stellen, die auf der sie immer das Lied gespielt hat, das sie begleitet hat die ganze Zeit, und weggehen. In eine neue Zukunft. Das Alte hinter sich lassen. Durch die Macht der Vergebung. So würde ich das deuten. Hätte sie das nur schon 20 Spielstunden vorher machen können? Tja, naja. So, ich muss jetzt die Katzen vom Balkon reinholen. Und bin deswegen kurz weg. Ich lasse den Abspann jetzt noch fertig laufen und so. Und dann melde ich mich nochmal kurz. Aber dann spielen wir jetzt nochmal mit was anderem weiter. Ich bin mir selber noch nicht ganz sicher mit was, aber ich bin auf jeden Fall gleich wieder da, will ich damit sagen.
Oh, da stand sogar gerade Hotline Miami drin in den Credits. Das Spiel, das auf der PSP gespielt wird von der einen, die man umbringt. Naja, aber ja. Ich dachte, das wäre nur so ein Easter Egg, aber es ist eine angemeldete Referenz. Aber ich glaube, bei so einem großen Projekt wie The Last of Us 2 macht man keine unangemeldeten, unabgeklärten Bezüge und Easter Eggs ins Spiel, wenn man sich nicht rechtlich hundertprozentig sicher ist, dass der Inhaber, der Creator oder die Macher von Hotline Miami damit zufrieden sind. New Game Plus freigeschaltet. Cool, spielen wir es gleich nochmal durch. Das ist Hotline Miami Soundtrack.